Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind aktuell munter immer noch dabei. Mir fällt, glaube ich, gerade ein, dass ich vor vielen, vielen, vielen Monden... Haben wir den da hinten schon? Nee, oder? Doch. Oder? Warte mal. Nee. Ich glaube nicht. Gehen da mal hin. Vor vielen, vielen Monaten waren wir am Strand. Und am Strand habe ich eine Geoglyphe gesehen gehabt. Dieses riesige Schwert. Und die habe ich einfach komplett ignoriert, fällt mir gerade wieder ein. Da müssen wir auch nochmal wieder hin. Jetzt aber erstmal hier lang. Denn da ist zum einen noch ein Stall, an dem wir wohl noch nicht waren. Und dieser Schrein, den wir wohl auch noch nicht hatten. Was mich doch hart wundert. Und da oben ist, glaube ich, auch schon der nächste Turm. Schon seht ihr, machen wir einen kleinen Abstecher doch woanders hin, weil dieser Turm... Was ist denn das für ein Stall, dass wir da noch nie waren? Und da ist ein Zelt. Also hier gibt es viel zu entdecken. Wir fangen erstmal mit dem Tempel da an, weil dann können wir uns da jederzeit wieder hin teleportieren. Das ist immer sehr wichtig und hilfreich. Kisinona-Schrein. Und dann finden wir mal raus. Wollen wir wetten, dass wir jetzt wieder nackig sind? Weil es gibt eigentlich ganz viele von diesen Nacktdingern. Und wir hatten voll ewig keine. Jetzt aber hier in One in a Row hier. Jetzt kommt bestimmt noch einer. Wobei der letzte hat richtig Bock gemacht. Das war eigentlich ein Gedicht. Muss man jetzt sagen. Schauen wir mal. Ob jetzt hier unser Gehirn oder unsere Muskeln gefragt sind. Nee, ich hab Klamotten an. Schade. Schade. Okay. Windstärke. Es geht also wahrscheinlich hoch hinaus. Na, mal schauen. Also. Ah, okay, ich verstehe. Hier sind mehrere Dinger. Mal sehen, wenn ich jetzt das wird sich ja drehen können, das Ding hier, ne? Wenn ich das jetzt mal da ranpacke. Geht das nicht? Doch, da. Kleb das mal da ran und dann geh mal an. Einen Schlag nach oben, bitte. Genau so. Okay, die müssen sich alle drehen. Wir haben halt nur zwei Stück. Wenn ich jetzt so mache. Alles klar. Ich verstehe. Muss ich gleich wieder anhalten? Warte. Dankeschön. Wenn wir auf die gegenüberliegenden Seiten das packen, sollte es ja wohl passen. So, du bläst in die Richtung. Dann musst du in die Richtung blasen. Und dann sollte das eigentlich passen. Mach dich mal an. Seid ihr jetzt beide an? Ja. Nice! Das war aber richtig einfach. Sehr cool. Ich muss da mal gerade was ausprobieren. Wie macht man eigentlich diesen, nee. So. Wie mache ich diesen Schildsprung? Wie macht man den Schildsprung? So, so nicht. So auch nicht. Wie mache ich den Schildsprung? So, alles klar. Nochmal. Okay. Ich habe da nämlich was gesehen. Und ich möchte mal gucken, ob das funktioniert. Und zwar nehmen wir jetzt eine Bombe. Wenn ich sie finde. In diesem Inventar. Der Vollkatastrophen. Bombe, wie viel von diesen Schwänzen haben wir jetzt eigentlich? Guck mal, uns fehlt noch einer. Wir brauchen noch einen Schwanz. Einen noch. Wie viel Flügel haben wir? Da brauchen wir nämlich auch fünf. Da haben wir immerhin schon genug. Das heißt, wir können auf jeden Fall... Oh, wir müssen dann nochmal fünf Schwänze finden. Heftige Scheiße. So, wo sind jetzt hier die Bomben? Bomben, wo seid ihr? Okay, ich sehe sie nicht. Bomben? Liebe Bomben, bitte zeigt euch... Da
Okay. In die Hand. So. Leg mal auf den Boden. Dann machen wir Synthese und synthetisieren das mit dem Schild. Das ist ZL. Und wenn wir jetzt... Jetzt bin ich mal gespannt, ob es klappt. Wenn wir jetzt so machen... Achtung. Und dann... So. Ja. Seht ihr das? Geil, oder? Geil oder geil? Das ist ja richtig geil. Nice. So kannst du nämlich richtig nice und easy... Also Erhöhungen erreichen. Da brauchst du jetzt hier nicht irgendwie rumfummeln. Einfach eine Bombe dran machen. Geil, oder? Das war richtig gut. Nice, hat Spaß gemacht. Okay, dann mal raus hier. Gucken wir jetzt erstmal, was das für ein schöner Tempel da ist. Nicht Tempel. Ich meine natürlich Stall. Bläm, guten Tag, gib mir mal so eine Kugel der Freuden und dann ist auch gut, ne? Düm, dü. Ein Segenslicht meine ich natürlich. Dankeschön, dankeschön. Nee, ist gut. Und raus hier bitte. Danke, danke. Ja, ist gut. Ist gut. So. Das war doch lecker. Zeitumkehr. Das mit dem, das können wir, müssen wir uns merken. Damit können wir wirklich an vielen Orten uns das Spiel ein bisschen leichter machen. Man opfert dafür natürlich eine Bombe. Die sind ja sehr rar. Also da muss man dann gucken. Ich sehe da schon mal einen Typ und drei Hunde. Und das erfreut mich schon mal. Denn Hundeleute sind gute Leute. Aber bevor wir zu dem Hundemensch gehen... Da unten war noch ein Zelt. Ich will jetzt, weil das vergesse ich sonst gleich wieder. So ein Stall, den übersiehst du nicht. Aber das Zelt, was da unten rumsteht, das übersieht man. Deswegen, da gehen wir jetzt als erstes hin. Ich will wissen, wer das ist und warum der da unten rumchillt. Ganz alleine. Da ist noch ein Hund. Und der Hund ist alleine. Hallo, Hundi. Guten Tag. Warum bist du hier? Ich hab das Gefühl, der Hund gehört zu dem Hundemenschen und deswegen werden wir den wahrscheinlich gleich zurückbringen müssen. Da ist ein Krok. Ein Krokidi-Krok-Krok. Ist wieder so ein Wettrennding, hä? Alles klar, da müssen wir uns erst ein Fahrzeug bauen. Ja, später. Ich kümmere mich jetzt erstmal um den Hundemann. Erst den Hundemann, dann das Krokrennen. Da brauchst du am besten irgendwas mit einer Rakete. Ach, hier sind Leute. Es sind einfach zu viele. Was denn los? Ach, gerade als ich dachte, wir hätten das blöde Ding gefunden. Wer weiß, wie lange es noch dauern wird, sie alle zu öffnen. Boah, ich kann jetzt schon nicht mehr. Ganz gleich, welche wir öffnen, es sind immer nur grüne Rubine drin. Vielleicht will uns da jemand veräppeln. Was denn los? Moment mal, Prison? Siehst du den? Hey du, ja du da, hör auf uns zu belauschen. Ich belausche nicht, ihr redet so laut. Sag mal, hast du etwa auf Ramdas Schatz dort in der Höhle abgesehen? Hey, Prison, halt deine Klappe! Oh, hoppla, da habe ich mich doch glatt verquasselt und aus Versehen Ramdas Schatz erwähnt. Tut mir leid, Dummy Duck. Was ist denn Ramdas Schatz, Leute? Ah, na schön. Wenn du es unbedingt wissen willst. Also, Ramda war ein berühmter Räuberkönig, der in der Vergangenheit sein Unwesen in Hyrule getrieben hat. Bekannt war Ramda aber auch für seinen außerordentlichen Sinn für Mode. Man erzählt sich, dass Ramda zeit seines Lebens Kleidungsstücke gesammelt und diese irgendwo in Hyrule versteckt hat. Genauer gesagt in Höhlen, die durch den Kataklysmus nun wieder freigegeben worden sind und deshalb sind wir nun hier. Wir haben diesen Ort zuerst gefunden und du wirst uns den Schatz ganz sicher nicht vor der Nase wegschnappen. Keine Sorge, zwischen all den vielen Schatztruhen wird er Ramdas Schatz im Leben nicht finden. Ah, stimmt auch wieder. Also gut, du da. Geh ruhig in die Höhle, wenn du willst. Wenn es uns beiden schon nicht gelungen ist, den Schatz zu finden, du müsstest schon die Nase eines Hundes haben, um unter all diesen Kisten irgendwas zu entdecken. Das ist es, Dominik. Wenn wir uns bei einem Hund mit Essen einschmeicheln, findet der vielleicht den Schatz für uns. Du hast ja wohl einen Knall nicht gehört, Prison. Entschuldige, Dominik. Egal. Die Jagd nach Ramdas Schatz. So, guck mal, wen wir hier haben. Kleiner, wie sieht's aus? Ich habe hier richtig leckeres Zeug für dich. Richtig leckeres Zeug. In die Hand. Guck mal hier. Da. Essen. Direkt vor deiner Nase. Hau mal rein. Oh, da freut er sich. Und? Noch mehr? Warte, ich hab noch mehr. Hier, guck mal. Nein? Hier, guck mal, ich hab noch mehr Edelwild. Ist das? Da! Ja, ja, hau mal ordentlich rein. Der Magen muss voll sein. Reicht das schon oder brauchst du noch mehr?
Ich glaube, er will noch mehr. Guck mal hier. Noch mehr. Ja, da, ne? Wenn du, ich weiß zwar nicht, wie das alles in dich reinpasst. Die drei Dinger sind schon größer als dein ganzer Körper, aber ey. Das macht nichts. Noch mehr? Was denn bei dir los? Da, noch mehr. Guck mal da, gönn dir. Muss aber auch gut, oder? Vier Stücken Fleisch? Jetzt geht er los. Jawollo! Folgen wir unserem neuen besten Freund. Denn Liebe geht durch den Magen, wisst ihr ja. Das scheint also eine Höhle voll mit Kisten zu sein. Höhle am Askaltsee. Düp, 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 düp. Ist der nicht süß? Ist er doch, oder? Komm. Er ist auch am Weiterwackeln. Ah, ich verstehe, da sind sehr, sehr viele Kisten drin. Gut, ich hätte jetzt auch alle aufgemacht, warum denn nicht? Aber es sind echt viele. Einige sind noch verbuddelt. Die hier? Okay, warte. Flammenhose. Diese rituelle Hose aus uralter Zeit speichert Hitze und soll so in sehr heißen Gebieten Flammenangriffe ermöglichen. Nice. Hey, hey, du da! Nix, nix, ich hab die, das hab ich gefunden. Das geht euch gar nichts an, was ich da gefunden habe. Nicht zu fassen, du bist fündig geworden. Wir waren neugierig und sind dir gefolgt, aber wir hätten nie damit gerechnet, dass du unter allen Truhen die richtige findest. Tja, wenn es um Schätze geht, gilt ein altes Gesetz. Was man findet, darf man auch behalten. Nur keine Sorge, wir werden dir den Schatz schon nicht abnehmen. Unglaublich, da kann man glatt neidisch werden. Ob es hier wohl sonst noch was abzustauben gibt? Ich werde lieber mal nachsehen. Aus dem Weg. Uns wieder einer wahrscheinlich. Ein grüner Rubin. Hm, was haben wir denn da? Domidak, sieh nur! Ach, nur eine alte Flasche. Wie riesig die ist. Das war's dann wohl mit den Schätzen hier. Komm, Prison, suchen wir uns eine andere Höhle. Jawohl, Domidak. Geht mal ruhig, ne? Die Jagd nach Ramdas Schatz. Was ist denn da drinne? O Finder meines Schatzes, lies meine Worte. Diese Flammenhose ist nur eines meiner verborgenen Kleinode. Weitere erlesene Stücke habe ich an geheimnisvollen Orten allenthalben in Hyrule versteckt. Als Lohn für deinen Spürsinn erhalte nun diesen Hinweis aufs nächste Stück. Grimmige Gottheit, klinge mit Namen. Kehre in Gestalt der grimmigen Gottheit hierher zurück. Damit dies gelingen kann, musst du drei Orte aufsuchen. Die Schlafkammer auf der Roten Zitadelle in Akala, sowie des Totenschädels linkes Auge. Und auch den uralten Baumstumpf auf der Ebene von Hyrule. Ramda, Räuberkönig. Ramda, Schatz, grimmige Gottheit. Okay. Ich gehe mal nochmal gerade durch diesen Hauptraum da durch. Oh, die kann man gar nicht. Ich dachte, da geht das auch noch lang. Aber day. Ich will jetzt mal so eine aufmachen. Sind da jetzt überall echt nur ein Rubin-Dinger drin? Ja, geil. Sinn für Humor hat er schon, ne? Also wenn ich jetzt für mich spielen würde, würde ich die jetzt alle aufmachen, bin ich ehrlich. Aber ich tue euch das jetzt nicht an. Dankeschön. So, das war unsere Zweihand-Axt. Ich würde auch vorschlagen, Leute, wir haben noch 5 Minuten, bevor für heute Sense ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich verstehe selber nicht. Und deswegen würde ich vorschlagen, nutzen wir doch mal den Moment und machen das, was wir schon ewig nicht mehr gemacht haben, ein paar Amiibos rausholen. Ich hole mal eben meine Konsisform und dann legen wir mal los. Ja, komm nur ran hier. So, ich habe die Konsisform. Sie ist voll und lass das mal eben wieder machen. Haben wir schon ewig nicht mehr gemacht. Ich finde, da kann man eine kleine, schnelle Runde einlegen. Wir machen auch nur das, was wir schaffen. Alles, was wir nicht schaffen, also alles, was zu viel ist, lassen wir einfach. Und los geht's. Da ich was zum Steinezerklötern brauche, auf jeden Fall mal den dicken Goron. Dankeschön. So, da ist hoffentlich wieder so ein Steinspalter drin. Machen wir auf hier den Apparat. Dankeschön, Steinspalter. Sehr gut. Kann ich sehr gut gebrauchen. Dann nehmen wir den Orni. Vielleicht gibt's ein paar Pfeile.
gibt auf jeden Fall eine Menge Obst und 10 Holzpfeile. Schon mal gut. Ist das eine Zwiebel da hinten? Sieht aus wie eine Zwiebel. Ist aber eine Spurtlotus. Hätte ja auch eine Zwiebel sein können, ne? Schwalbenbogen. Ja, kannst behalten. Komm, brauchen wir nicht. Hat 8. Das war ein lächerlich. Lächerlich. So. Link mit Maske. Oh, der Hund freut sich richtig. Ist der nicht süß? Was haben wir denn da drin? Machen wir auf hier. Ein Ritterschwert. Das ist sogar nicht schlecht. Da können wir was wegschmeißen. Und zwar das Ding da. Ups, auf den Boden. Ritterschwert und da dann nachher wieder irgendwas teures, sag ich schon. Irgendwas Stabiles ranklatschen. Das kann nicht schaden. Zelda mit ihrem Vogel. Hoppala. Flieg mal nicht weg hier. Hier gibt es dann noch den nächsten Quest. Aber erstmal Zeug einsammeln. Das war jetzt die Kiste hier, oder? Hoffentlich. Diddle, 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 ding. Ein Ritterbogen. Gucken wir mal direkt. Ja, kann der hier weg. Dankeschön. Dann haben wir Zelda mit dem Pet aus, Tears... Nee, gar nicht wahr. Breath of the Wild, so heißt das Spiel. Tears of the Kingdom, Fuchs, ist das, was du jetzt gerade spielst, ne? Merkst du aber auch irgendwann. Eines Tages merkst du dir das. Bernstein, immer gern gesehen. Dankeschön. So, dann haben wir Link mit so einem antiken Pfeil, auch von Breath of the Wild. Ups. Röstkarpfen. Ja, wie habe ich denn den gerade hinbekommen? Ist auch nicht. Und öffnen bitte. Ein antiker Dolch. Nicht schlecht. Kann man einmal einen Pfeil ranmachen und einmal richtig Damage machen. So, Hundi, pass auf, dass sich gleich die Kiste nicht trifft. Einmal Wolfling, dann dürfte es wieder eine Menge Fleisch geben. Köstliches, köstliches Fleisch. Alter, wie viel kommt denn da runtergefallen? Deine Provianttasche ist voll, ja, wundert mich nicht. Das ist sogar Grill-Luxusgeflügel. Das ist alles gegrillt, deswegen. Dass jetzt viel Essen auch mit reingegangen war. Hier kommen diese ganzen Einfach-Dinger. Das kann... Ja, ist das mal trotzdem. Das kann auch gegessen werden, ja. So, den richtigen einfachen Schmock, den können wir ruhig mal wegessen. Dann können wir zumindest nochmal das Grillgeflügel und das Grill-Luxus-Ding einsammeln. Wunderbar. So. Dann die gute Gerudo aus Breath of the Wild. Noch mehr Fleisch. Macht man eben auf hier. Ein Gerudo-Messer. Nee, nee, nee. Lass mal ruhig in der Kiste. Das brauchen wir nicht. Link auf seinem Pferd. Okay, paar Pilze. Da sind ja auch ein paar Gerudo-Schwänze dabei. Ein Soldatenschwert. Stufe 6. Haben wir da irgendwas Schrottigeres gerade noch rumfahren? Ja, da, das da. Alles klar, wunderbar. Dann haben wir hier noch, ich glaube Mifa hieß sie, ne? Hier. Jede Menge Fische. Eine Zora-Lanze. Na, die kann jetzt aber wirklich da drinnen bleiben. Dann Tundling mit seinem Musikinstrument. Noch mehr Fische. Wind Waker, auch ein so großartiges Game. Seewind-Bumerang. Die Waffentasche ist voll. Ja, ich hasse Bumeränge. Gibt es eigentlich irgendjemand, der die wirklich unironisch benutzt, die Teile? Also, weiß ich nicht. Dieses Wiedereinfangen und so, wahrscheinlich sind die sehr geil, wenn man es damit, wenn man damit um kann. Das war jetzt Toon Zelda. Aber ich weiß nicht, für mich ist das zu anstrengend. Im Kampf dann noch darauf achten, die Dinger rechtzeitig einzusammeln. Saphir. Klappt irgendwie nicht. So, dann haben wir noch Schick. Ein paar Pilze. Ran damit. Huh. So, das brauchen wir nicht. Nee, nee, lass mal da drin. Kannst du ruhig drinnen lassen. Dann haben wir noch Link mit seiner Ocarina. Adult Link. Haben wir ein bisschen Fleisch mitgebracht, der Mann. Und Pfeile. Pfeile sind vor allen Dingen wichtig. Ich könnte nur Pfeile gebrauchen, ey. Und Soldaten-Zweihänder. Kann auch drinnen bleiben. Ja, ja, ist gut. So, warte. Einen machen wir noch. Hahn ist gerade am Krähen, aber einen machen wir noch. Ah, komm her. Ja, ist auch der letzte. Sind zwar noch zwei über, aber komm. Wir wollen es auch nicht overditten hier. Oh, Pfeile. Und was ist hier drinne? Ein Ritterschwert. Das brauchen wir tatsächlich auch nicht. Alles klar. Leute.
Dann machen wir an dieser Stelle hier einen kleinen Muggling Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback sehr, sehr gerne unter Video posten. Ansonsten sehen wir uns dann nächsten Part wieder. Da gehen wir dann einmal zu dem Stall und danach aber erstmal nochmal Schwänze sammeln. Und ja, dann erkunden wir weiter die Gegend. Bis dahin euch erstmal viel Spaß beim Zocken. Tschüssikowski, euer Blaufuchs.